So Leute, willkommen zurück hier auf diesem Kanal. Es wird wieder ein paar Videos hier geben. Ich habe es ehrlich vermisst, hier Sachen zu machen, weil hier konnte man immer was ganz anderes machen, auf irgendwelche Fußballvideos reagieren, sich FIFA-Videos anschauen, einfach mal labern. Und ich würde sagen, die ersten FIFA 22 Ratings, die revealed wurden, sind ein perfekter Start, um hier wieder reinzugehen. Wenn ihr mehr sehen wollt auf diesem Kanal, lasst einen Daumen nach oben da. Dann wird der Algorithmus direkt wieder ein bisschen gepusht und das Ganze wird wieder ein paar Leuten empfohlen. Es gibt tatsächlich schon Ratings, die revealed wurden. Also es gab ein paar Fußballer, die ausgewählt wurden, wie beispielsweise Mbappé. Die haben von EA die Erlaubnis gehabt, zu posten, was für ein Rating sie haben und was für Stats sie haben. Und da gibt es einige von. Ich denke, die sind hier in diesem Video zusammengefasst und wir gehen direkt mal rein. Und ich bin gespannt, was für Spieler so mit dabei sind, ob das nur so die High-End-Spieler sind oder ob da auch ein paar nicht so heftige mit dabei sind. Also Hernandez ist auf jeden Fall heftig und das ist ein dickes Upgrade, ein plus 4. Ich meine, der hat auch stark gespielt, generell vorher die 80 war schon nicht so gut, aber jetzt mit einer 84, mit den Stats ist er mehr als spielbar. Also seine ganzen Special Cards, die haben schon Bock gemacht und er steht auch rechts daneben hier bei der Karte. Es ist offiziell, also der kriegt auf jeden Fall die Karte mit dem Rating, mit allem drum und dran. Sieht gut aus, Digga. Sieht gut aus. Also, der wird auf jeden Fall bei dem einen oder anderen zum Einsatz kommen. Bellingham, ah, das habe ich schon gesehen gehabt, hat 79er Rating jetzt. Ein schönes plus 10 bekommen. 79 ist solide. Er ist halt auch noch extrem jung, ne? Also, der wird die nächsten Jahre noch höher gehen. Dass er einen Pace verloren hat, finde ich irgendwie ein bisschen krass. Aber gut, die dachten sich halt so, Karte attackiert. Die dachten sich halt so standardmäßig, einem Gold ZM lieber nicht zu viel Tempo geben. Na, willst du auch die neuen FIFA-Ratings sehen oder was geht bei dir hier ab? Warte, wir holen ihn mal ran. Da ist er. Bester Mann. Guck mal hier oben. Ja, genau da. So ein guter Mann. So, wir machen weiter. Bellingham, ja, stabile Karte, Upgrade, verdient, brauchen wir nicht drüber reden, 79. Ja, kann man mit leben, wird die nächsten Jahre noch höher sein. Barella hat ein plus 4 bekommen. Okay, wahrscheinlich sind die Leute, die von EA die Erlaubnis bekommen haben, zu posten, was sie im nächsten FIFA für ein Rating haben, auch die, die gute Ratings bzw. Upgrades bekommen haben. Ich glaube, EA wird jetzt nicht zu irgendjemandem hingehen und sagen, hey Bruder, du warst letztes Jahr eine 75 in FIFA, nächstes Jahr bist du eine 69, poste das mal bitte bei dir. So wird gar keinen Sinn machen. Dementsprechend können wir uns, glaube ich, darauf einstellen, dass wir hier in diesem Video viele Upgrades so all in all sehen. Nur bei Pace, da wird auf jeden Fall gut gespart, auch bei ihm. Ja, von Silber zu Gold, Vlahovic, will ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil für mich jetzt keine so relevante Karte, bin ich ganz, ganz ehrlich, deswegen ja, brauchen wir uns da gar nicht mal so lange aufhalten. So, was haben wir als nächstes? Arnautovic. Okay, der hat ein Downgrade bekommen. Der hat tatsächlich ein Downgrade bekommen, ist trotzdem official. Also ja klar, der ist halt jetzt auch schon 32. So für EA ist das ein Alter. Da stufen sie die meisten Leute dann langsam so ein bisschen runter. Ja, ist ja auch gewechselt. Ja gut, wurde jetzt glaube ich auch von so gut wie niemandem gespielt. Den hat man mal in SBCs getan oder so, Nautovic, aber gezockt nicht so wirklich. Barak, kriegt ein plus 3. Okay, nicken wir auch einfach mal ab. Schön für Barak. Belotti, was geht bei ihm so? Plus 1, okay, ja, kann man auf jeden Fall auch mit leben. Ich warte auf die richtigen Kracherspieler, auf die, die uns interessieren. Auf jeden Fall wird hier gleich auch Mbappé kommen. Berardi, wie viele Italiener? Die haben ja richtig mit den Italienern kooperiert und zusammengearbeitet. Dass von denen allen hier, ja, die Karten schon offiziell sind und Mbappé, das ist so eine mächtige Karte. Der hat einfach überall außer in der Defensive Upgrades bekommen. Sind wir ehrlich, der Defensivstat juckt überhaupt nicht. Gesamtrating plus 1 hoch, Pace plus 1 hoch, Dribbling plus 1 hoch, Schuss plus 2 hoch, Passen plus 2 hoch und Physical auch plus 1 hoch. Ich bitte dich, der war im letzten FIFA schon übertrieben krass und dieses Jahr wird er nochmal ein bisschen heftiger, wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr wert sein und ey, den muss man auf jeden Fall am Anfang spielen, wenn man irgendwie die Coins dafür hat. Also Kylian Mbappé 91, köstlich. Sehr, sehr köstlich. So,
Welche Spieler kommen als nächstes? Okay. Und er hat auch ein Downgrade bekommen sogar. Ist auch ein Serie A-Spieler. Sehr, sehr, sehr viele Serie A-Spieler. Ja, die released worden. Das hier ist jetzt kein Serie A-Spieler. Warte mal, was ist denn das für eine Karte? Hä? Der hatte bei FIFA 21 auf jeden Fall keine Goldkarte bei 1860 München. Also, ich kann euch das auf jeden Fall garantieren. Er ist recht nicht mit einem Alter von 56 Jahren. Also, ich glaube, jetzt bei den Spielern, die halt so Liga-Heroes sind, bei denen wurde es so gemacht, dass sie einfach die letzte Station hier rausgesucht haben oder so. Keine Ahnung, weil bei dem ist es, glaube ich, schon ein bisschen her, dass er das letzte Mal einen Platz betreten hat. Aber, dass er eine 89er-Karte kriegt, das weiß man ja. Die sieht cool aus. Ich glaube, die wird echt gut sein. Und hat halt einen Strong Link zu jedem Spieler aus der Ligue 1. Also, diese neuen Hero-Cards auch sehr wild. Ja, hier ist auch ein weiterer, auch französische Liga, auch von den Stats her ganz verrückt. Ganz, ganz, ganz verrückt. Also zum Anfang vom FIFA-Teil können die sehr interessant sein. Ja, der hat auch letztes Jahr natürlich keine Karte. Ja, Gomez, ja gut. Bundesliga-Ikone. Der hat das niedrigste Rating von den ganzen Heroes bisher. Da habe ich mich da verguckt. Falls ja, unverdient auf jeden Fall. Ja, also ich würde den jetzt nicht zocken. Passt halt gar nicht so in meinen Spielstil. Aber gibt bestimmt Gomez-Fans, die den vorne reinstellen. Benzema! Ein aktiver Spieler, okay, und das ist geleakt, da steht jetzt neben leaked. Ja, dadurch, dass die ganzen Fußballer natürlich schon wissen, welche Ratings sie bekommen, weil sie das die nächsten Tage posten sollen, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass einige der Fußballer das ihren Kollegen erzählt haben und die haben es dann irgendwie geleakt. Also es kann auf jeden Fall schon sein, dass die Sachen, die hier stehen, stimmen. Jetzt beispielsweise bei Benzema, dass er ein Plus 1 bekommen hat und sogar ein 90er Rating jetzt hat, heftig. Ja, ist aber natürlich nicht zu 100% safe, wenn es eine geleakte Sache ist, ne? Ist ja logisch. Pedro, das ist mal wieder Serie A, deswegen wundert mich nicht, dass das hier offiziell ist. Keen, das ist auch ein weiterer Hero. Auch nichts für mich, ne? Robert Lewandowski, der ist noch nicht bekannt. Ja, leaked. Geleakt, dass er ein Plus 1 bekommt. Auf ein 92er Rating soll er hochgehen. Damit wäre er dann, glaube ich, der zweitbeste Spieler im FIFA-Teil. Also das wäre mächtig. Und da gehen sehr, sehr, sehr viele von aus. Also wenn das so kommt, ja, wir haben auf jeden Fall verdient bei den ja, Performances, die Robert Lewandowski raushaut. 92er Rating, also kann man ihm auf jeden Fall geben. Ja, okay, Mancuso, ey, bitte euch. Der ist jetzt auch, glaube ich, nur hier drin, damit das Video ein bisschen länger geht. Hätte man sich sparen können. Morientes, okay, das ist wieder ein Hero. Die Stats sehen solide aus. Bisschen mehr Tempo, wäre cool. Pandev. Ist der Gold jetzt? Nee. Immer noch Silber. Der gute Pandev. Nordmazedonische Ikone quasi. So alt. Oh, jetzt kommt Ronaldo. Und hier ist geleakt, dass er ein Downgrade bekommt. Prinzipiell, ja, könnte sein. Könnte sein. Ist halt, ja, ich weiß nicht. Der wechselt in die Premier League, ne? Eigentlich war es noch nie so, dass Leute, die in die Premier League gewechselt sind, ein Downgrade bekommen haben. Aber es könnte schon sein, dass er, ja, jetzt so vom Rating her unter Lewandowski ist. Was glaubt ihr? Glaubt ihr, es kommt am Ende so? Platz 1 mit 93 Messi, Platz 2 mit 92 Lever, Platz 1 mit 91 Ronaldo. Das hat die auch vorher schon so auf Twitter gesehen. Hier steht es jetzt auch nochmal so. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich meine, der Ronaldo wird trotzdem verdammt spielbar sein, aber ja, natürlich schade. Ich hätte gerne einen 92er Ronaldo oder einen 93er Ronaldo im Team, nicht einen 91er. Hier haben wir Messi, ja, der soll so bleiben. Alles gleich, nicht ein Stat verändert. Juckt die einfach gar nicht, passt. Ja, okay. Another one, 86 nur. Aber dafür sind die Stats ganz interessant, ja. Son, stimmt, Son. Der soll ein richtig dickes Upgrade kriegen. Hatte ich auch schon gesehen, liegt. Ich habe auch in Leaks gesehen, dass der eventuell sogar eine zentrale Karte kriegen soll. Mittelstürmer direkt. Das wäre verdammt heftig. Und 5-Sterne-Skills und 5-Sterne-Weakfoot eventuell. Aber ich glaube, da haben manche Leute ein bisschen gesponnen, ein bisschen übertrieben. Weil dann
würde der für dick über 1 Million gehen am Anfang. Und dann wäre der so krass, dann wäre Son noch mehr Meter als sowieso. Van Dijk Downgrade, glaube ich. Eins runter. Kommt hin. Mit Verletzungen und allem. Ja, das war soweit das Video zu den Stats. Viele davon waren echt offiziell, einige waren geleakt und ansonsten haben wir uns noch ein paar Hero Cards angeguckt. Jungs, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin gespannt, wie es am Ende wirklich aussieht, wenn EA die Top 100 Ratings die nächsten Tage rausbringt. Ich werde dann direkt auf die Website gehen, mir die angucken und da auf jeden Fall auch was zu sagen.